Okay, da war irgendwas gerade mit dem Sound. Aber ich fühle mich jetzt einfach nur verarscht vom Game. Weil da kommt er ja auch nicht ins Wasser, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil da kann er ein bisschen Planschi-Planschi machen, aber da kommt er nicht drüber. Vielleicht kommt er jetzt. Vielleicht. Oder vielleicht was, weil im Wasser was ist. Willst du mir sagen, weil im Wasser was ist, kommst du da nicht drüber, oder wie? Die Tür kann auch nicht öffnen. Der könnte da locker durchspazieren. Weiß ja nicht, was das ist, also so einbild. Aber ich glaube, der kann wieder nicht durchgehen, gell? Naja, der kann man nicht durchgehen. Das ist ja wieder das. Was, will, was soll ich machen, Leon? Was ist das für ein Scheiß? Das sah man nicht ab. Was ist das? Schön, dass sich das ein oder andere Viech her, aber das bringt mir aber wieder nichts. Kannst du da durchkrallen? Hört sich zwar jetzt richtig dumm an. Aber nee, du kannst einmal gar nichts wieder. Naja, du bist ja wirklich ein Volltrottel 18. Es gibt nichts zum Sammeln. Es gibt keinen Hinweis für den Safe. Weil sonst hätte ich wenigstens gesagt gehabt, spielen wir sich mit dem Safe. Aber ich kann halt nichts anfangen mit dem Safe. Es gibt nicht einmal wenigstens irgendeinen Hinweis oder gar nichts. Also Leute, ich glaube, das wird einmal nichts mit. Mit Alone in the Dark. Das pisst mich jetzt gerade so richtig an. Unnötig, aber richtig unnötig. Entweder machen sie das so wie bei Alan Wake. Damals mit dem einen Rätsel mit dem Geburtstag. Das hat mich auch komplett abgefuckt. Aber das war wenigstens so im Nachhinein, dass du sagst, okay, es ist jetzt logisch. Im Nachhinein aber das. Das finde ich jetzt aber quasi nur noch eine pure Forsche. Weil da kriegst du ja gar nichts. Da hast du nicht einmal irgendwie ein Rätsel oder sonst was. Du hast da gar nichts vor dir. Du hast einfach nur den Safe. Ohne irgendwas, ohne nichts. Nicht einmal meine alten Hinweise, die was mir vielleicht helfen könnten. Könnten mir helfen? Na. Bringt nichts. Ich kann nicht zurück. Auch komisch. Also entweder haben die das so dermaßen scheiße durchdacht, dass sie sich gedacht haben, okay, wir bauen diese Falle ein. Kann ich das irgendwie öffnen? Das schaut irgendwie so aus, wie könnte man das öffnen? Das wäre aber auch interessant gewesen, ob das aufgeht. Dass man da vielleicht irgendwas machen kann. Nix. Nix. Türen kann ich auch nicht öffnen. Das Einzige, was ich nur hier ist Arcaden. Allround. Was ist das? Da. Wow. Werfen kann ich das. Echt geil. Also, das nimmt mir jetzt gerade so richtig heftig die Motivation. Scheiße aufs Game. Wenn ich nicht einmal einen Hinweis krieg, dann ist das schon bei mir unterste Schublade. Dann ist das bei mir so richtige unterste Schublade. Wenn ich nicht einmal irgendwie einen Hinweis krieg oder ja, ich muss das Spiel wieder neu laden, weil in dem einen Eck war da irgendein Zettel, den hätte ich da sammeln müssen, damit ich da weiterkomme, aber der Weg ist jetzt versperrt. Also bitte, die Logik müssen wir dann als Entwickler bitte erklären, dass mir gesagt wird, ja, du musst erst alles einsammeln und dann darfst du weitergehen. Alter, weißt du, wie viel ich übersehen könnte? Selbst wenn ich jedes einzelne Eckerl 10-mal untersuche, bin ich in Arsch daheim. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist da, dass ich da irgendwas machen kann. Aber was will ich mit dir machen? Das ist ja wieder das Nächste. Was will ich damit machen? Kann ich das irgendwie dran drehen? Kann ich das auch nicht? Dass ich sagen kann, okay, pass, ich nutze irgendwas aus, was ich da vielleicht irgendwie rüberschieben könnte oder nix, gar nichts. Es gibt nichts. Nichts, was ich irgendwie platzieren könnte, irgendein Hinweis. Es gibt nicht einmal was zum Schießen. So komisch. Naja, es klingt jetzt deppert, aber nicht einmal. Ah. Dass da irgendwo oben irgendwas zum Klettern ist. Ich zeig dir mal ganz kurz den Safe, ja. Warte, ich schau noch ganz kurz, ob es da einen Hinweis gibt. Klingt jetzt wirklich blöd, aber ob man da vielleicht irgendwie was finden könnte. Echt komisch. Da, zeig dir mal kurz den Safe. Dass man da vielleicht sich irgendwie was spielen könnte, aber das ist.
echt komisch. Das nimmt mir jetzt so richtig die Motivation. Ich könnte mich nicht einmal umschauen oder irgendwas in der Richtung. Oder dass man sagt, irgendwas mit Licht, dass man so sich ein bisschen spielt mit Licht. Ich habe nichts. Weil ich weiß schon, sie haben das ab und zu auch mal eingebaut, dass ich vielleicht dann doch ins Menüschkel reinschauen muss. Wegen dem ein oder anderen Sammelobjekt. Aber wenn ich jetzt nochmal reingehe. Aha. Ja, es würde mir jetzt aber trotzdem nichts bringen. Weil das für Kapitel 2 ist. Wenn ich mir das jetzt anschaue. Oh, danke schön, Wendo! Fürs Abonnieren! Vielen, vielen Dank! 146! Oder wenn. Oder Digi, oder wenn jetzt 146? Ja, aber wie? 146. Rechts oder links? Warte kurz. 1. 2. 3. Oder ich schwör's dir, ich hätte deinen Schwanz gelutscht, oder wenn das jetzt funktioniert hätte. Alter, Alter. So, schau noch ganz kurz nochmal in die Hinweise. Weil das kann einmal sowieso nicht sein, weil das ist sowieso sein Ausweis. Das kann ich mir ehrlich gesagt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Irgendwie. 23. Ja. Conby. Warum habe ich von Gloria Allen erfahren müssen, dass du einen Auftrag im Irrenhaus bekommen hast? Mm-mm. Du hast besser nicht geplant, sie vor mir aus... Da ist auch nichts dabei. Da ist auch nichts dabei. So, dass ich sagen könnte, vielleicht, dass ich mir das da so ein bisschen anschauen kann. Tagebuch, Bibliothek, zeig mal her. Dass ich da irgendwie einen Hinweis kriege. Na, gell, nichts. Ich sag's dir, entweder ich bin zu schnell gegangen und hab vielleicht irgendwo was übersehen, was ihm vielleicht irgendwie überhaupt nicht taugt hat, aber dann mache ich aber den Weg, dann tue ich den Weg aber nicht versperren. Weißt du, was ich meine? Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Das haben wir schon mitgekriegt, dass ein bisschen Blut vergossen worden ist. Wenn das vielleicht auch so eine Art Tipp sein könnte, dass das einmal so 4 ist, oder so eine 4, oder dass man da Mississippi River, okay, vielleicht finde ich da irgendwelche Zahlen. Dass man sagen könnte, dass man das sich da ein bisschen spielt. M4, 1,6. Okay, dass man 4, 1, 6 macht. Okay, da ist wieder eine 3. Das könnte dann wieder keinen Sinn machen. Da ist wieder eine 2. Da ist wieder eine 3. Na. 1 bis 6. Das kann auch wieder nicht stimmen. Das ist auch wieder eine 6. Alter. Alter. Die wollen mich da wohl forschen. Bist deppert? Fühlst du dich forscht? Von dem Game. Fühlst du dich so richtig forscht? Wie schauen wir da aus? Dass man da vielleicht... Ne, das ist ja noch weniger. Oder, das ist ja noch weniger. Mich würde es aber echt interessieren. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, passt. Ich schaue jetzt im Internet nach. Beinhard. Würde es mich interessieren, wie soll man auf die Scheiße kommen? Das ist ja wieder das Nächste. Wenn man das vielleicht so nehmen könnte, so als Datum, oder dass man wenigstens den Hinweis kriegen könnte, schau auf die Karten oder irgendetwas, fühlt man sich schon ein bisschen forscht. Weil da ist auch nichts. Nein, da ist auch nichts. Ja, lutsch meine Eier, so ein Drecksgame. Pisst mich jetzt an, pisst mich komplett an. Leute, das ist ja nicht normal. Das kann ja jetzt nicht sein. Du kannst nichts machen in dem Game. Wirklich, boah. Wenn das jetzt ist, bin ich nicht der Einzige, was Probleme gehabt hat. Links, rechts, links. Ja.
Ich habe nur eingegeben safe. Ich habe nur eingegeben jetzt das Wort safe. Hab sofort gefunden. Aber wo? Wo? Frachtmanifest. 19. September 1892. Rex Importgesellschaft hat geliefert. Oh, wenn dort wieder 15 Streams. Oh, Digi. Eine große Holzkiste. Nicht schlecht. Tum des Bühnenkünstlers, bekannt als der schwarze Step, oder der Wende ist auch schon 7 Monate dabei. Kuss, Digi. Weißt du, was mich mehr ärgert? Ich kann mich nicht einmal freuen, dass ich das jetzt geöffnet habe. Ich kann mich nicht einmal freuen. Mich würde es mehr interessieren. Wie? Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy dem Schattenmann das erste Mal begegnet ist. Von wo soll ich das wissen? Lutsch meine Eier! Oder... Ich bin zur Scharsauger. Das kann ich gerade irgendwie nicht akzeptieren. Sage ich ganz ehrlich. Kann ich gerade irgendwie überhaupt nicht akzeptieren. Na. Sind die deppert oder was? Na, jetzt ohne Spaß. Von wo? 454? Es ist... Oder wo? Wo? Digga, wo? Alter, wo? Okay, ich würde mal sagen, lauf, Bulli. Lauf einmal. Damit habe ich so dermaßen gerechnet, dass so ein Scheißtrick daherkommt. Das war so klar. Bist deppert, der schaut auf jeden Fall sehr verschrumpelt aus. Bist deppert. Sicher, dass der nicht hieß, vielleicht die 10. Bist du deppert? Schaut da den Alter. Der ist ja komplett verkohlt, der Hapschi. Bleib. Ist besser für dich. Bist deppert, aber wie laut das jetzt wieder ist. Haverer. Oh, du hast es noch nicht aufgeschafft, oder was? Was da? Hilfe! Hilft's ihm! Der braucht der Hilfe! Hilfe! Da, schau! Komm her, Bulle! Ja, da einen nieder! So schaut's aus! Da, fließ einmal! Ja, passt! Perfekt! Alter, trotzdem! Wie kommt man auf 454? Wie? Bitte mit Erklärung! Einfach nur die Erklärung dazu! Wie kommt man auf 454? Bitte, danke. Oder es... Na. Brennhas. Nee. Einfach nur nee. Bulli. Interessant, dass die einfach da so durch die Gegend einfach so Molotow-Cocktails das einfach so liegen lassen. Wenn dessen kannst du mal auf den Stand packen. Also, Brudi, moin, servus, grüß dich, alles klar, alles blöd, wie geht's dir so, schön, dass du da bist. Normalerweise hätte ich den Tropfen für mich selber benutzt, hallo, Alter, hab schon Durst. Bist deppert wieder mit dem ganzen Nebel. Ja, es kann aber trotzdem sein, dass ich die ein oder andere Hütte übersehen habe. Das kann vielleicht schon relativ gut möglich sein, aber dennoch, sollte nicht sein, finde ich persönlich, dass es so eine Stelle gibt, wo du wirklich sagst, du kriegst keinen Hinweis, du weißt gar nichts und musst einfach ein Safe öffnen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dem Spieler relativ unfair. Da hätte ich es dann gerne so eingeführt, dass man wenigstens hätte wieder zurückgehen können. Finde ich jetzt persönlich. Oder dass man wenigstens irgendwo einen Hinweis gekriegt hat. Weil das fand ich jetzt echt ein bisschen sehr, sehr schade um das Game. Weil viele andere schauen dann wieder wie ich wahrscheinlich im Internet nach. Wie ist der Code? Wie komme ich da weiter oder sonst was? Ja, genau. G-
Genau. Hast du schon selbst gespielt gehabt, das Game? Es würde mich jetzt echt interessieren. Es hat zwar geheißen mit der Adresse und alles drum und dran, aber von wo soll ich das wieder wissen? Und das geht's wieder. Das würde mich halt einfach interessieren. Von wo soll ich wieder wissen, wo die Adresse ist? Na schau, wenig. Oder vielleicht bei denen. Dass man da vielleicht hätte nachschauen müssen. Dass man da vielleicht einen gewissen Hinweis gehabt hätte. Das könnte vielleicht gut möglich sein. Aber das ärgert mich, Das hätte ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein müssen. Wo? Der eine Reim da, oder was? Der eine Reim? Das ist das Einzige, was da lag. Also ich kann mir da jetzt irgendwie nichts wirklich darunter was vorstellen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder vielleicht war das... Ja, vielleicht der Pein, Leere und Hass. Aber pff, Digga. Wo? Und Stamper dafür. Bitte. Aber nur die 10. Da, nimm mal ein Stamperle oder für den Wahnsinnigen da. Und tschüss. Die Zahlen sind in dem Reim. Left, right, back. Aha. Aber mit den Zahlen jetzt auch noch so zusätzlich? Okay. Wow. Okay, vielleicht habe ich da ein bisschen vielleicht zu sehr überreagiert jetzt in der Hinsicht. nicht deppert von dir. Echt nicht schlecht. Wahnsinn. Das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht erwartet. Also so dermaßen, das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt. So dermaßen. Okay, dann muss ich sagen, definitiv gescheit gemacht. Ich habe zwar Alan Wake durchgespielt und alles drum und dran, aber da ist Alan Wake ein Scheißdreck dagegen mit den Rätseln. Dann wirklich Hut ab. Hätte ich mir nicht erwartet. Einfach steppert dafür. Oder? Wollte gerade sagen, Alter, wie hoch ist denn bitte die Hitten? Digga! Also, das mit der Tapeten, das müssen sie, glaube ich, noch üben. Schaut nicht schön aus. Sagen Sie mir, was das alles soll. Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nyarlathotep, der schwarze Pharao. Der uralte Magier, der 1000 Leben lebte und 1000 Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Den Boogeyman! Sehen Sie sich um! Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Gott verdammt, Jeremy. Ich werde Sie retten. Keine Sorge.
Machen wir auf die den Hammer. Auch jemand, der nicht gerettet wird. Interessieren, ob er da drin ist. Aber Vollgas. So oder so gerettet. Das wär's. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Okay, warte kurz. Dann müssen wir dann wieder herausfinden. Was wüssten da wieder genau? Zwei, also das, einmal das M und dann mal das andere. Passt. Muss ich wieder herausfinden. So, das eine ist jetzt einmal... 1, 2, 3, 4, 5. Das andere ist eine 2. 6, 7, 8. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also 2, 8, 5. Oder umgekehrt. 2, ja, bei mir ist es... Warte, schau mal. Schau mal noch ganz kurz sicher jetzt aber mal. Nochmal. 2, 8, 5. Probieren wir mal... Ja, machen wir wieder 2, 8, 5 oder 8, 5, 2 in der Hinsicht. Probieren wir das einmal. So, einmal die 2. Ah, die haben das öfters mit dieser, mit diesen Zahlen 2, 5, 8, ist mir jetzt schon öfters aufgefallen. Oder 8, 5, 2, irgendwas in dem Dreh rum. Dass da immer irgendwas in dem, da so sehr einblühen, dass wir da unbedingt genau diese Zahlen verwenden müssen. Interessant. Geschlecht, oder? Wirst aber jetzt deppert, wenn du da jetzt reingehen würdest, gell? Ich sag dir das nur. Ich schau aber noch ganz kurz sicherheitshalber, ob wir doch vielleicht sogar irgendwas mitnehmen können. Was dir irgendein Sammelobjekt oder irgendwas in der Richtung könnte es natürlich mal wieder wie eh und je geben. Okay, schaut scheiße aus. Passt. Ich weiß ja nicht, an deiner Stelle würde ich da nicht reingehen. Stepper, da kannst du nur hin sein. Bist fixi, 100%. Bist schon wieder, du machst schon wieder auf Selbstmörder, ich sehe das schon. Wenn du da hab schon wieder da vorbeikommst, bist hier.